Ja, ich muss immer, weißt du, ich muss ein Stückchen zurückgehen, sonst sehe ich dann nicht, was ich hier mache. Mach mal an. Es brennt. Davon kann sie nie genug haben. Puppenstuben. Sie sammelt die Dinger. Und mal wieder kriegt Katja Schülke welche geschenkt. Wo möchtest du denn hinhaben? Diese Lieferung kommt aus Niedersachsen. Alles Puppenstuben einer schwedischen Marke. Vorsicht, da sind Möbel doch drin. Auch ein ganz altes. Die winzigen Wohnungen gehörten einer Freundin von Katjas Bekannten. Aus Altersgründen musste sie sich davon trennen. Die Sammlung sollte in gute Hände gehen, erzählen Gabi und Rolf. Guck dir mal das Fenster an der Seite an. Oh, und mal, mit die Tapete. Guck. Schwedische Königspaar. Jawohl. Ach, guck mal, die haben auch noch Holztüren. Ja. Du, die haben die alle. Und du richtest im Geiste schon ein, oder? Ich bin schon. Ja. Das rattert schon. Die ist ganz selten. Und weil immer mehr dazukommt, muss Katja hier endlich weiterbauen, ihr Puppenstubenmuseum vergrößern, damit all ihre Schätze endlich richtig zur Geltung kommen. Die Lampe da drin ist ja auch cool. Ja, cool, ne? Ja, das kann ich ja nie wieder gut machen bei der Bärbel. Doch, indem du es gut behandelst, nicht so. Wenn die das irgendwann so aufgebaut mal sieht, ist das Danke genug. 18 Geschosse vermacht Bärbel ihr. Und hunderte Teile Zubehör zum Einrichten. Treffer! Ist Bärenfell. Ja, cool, ne? Das fetzt. Nein, doch. Das ist handgestrickt, ne? Mit Stecknadeln. Mit den Stecknadeln, ja. Beweg mal die Nadeln so ein bisschen. Dann sieht man nämlich, dass es wirklich. Ja. Das sind jetzt schon modernere Möbel, ne? Das ist der moderne Fernseher. Ja. Natürlich auch mit Elektrik, ne? Guck mal. Oh. Katja lebt meinen Traum. Also das war immer mein Traum, einen Laden zu haben, wo man seine Kreativität ausleben kann. Also gerade so, ja, aus Altem Neues machen. Zusätzlich das Puppenstubenmuseum, dafür basteln. Und mein Ding wäre gewesen, noch ein kleines Café dazu. Das war mein Lebenstraum. Dafür bin ich jetzt zu alt, aber Katja erlebt es. Und jedes Mal, wenn ich herkomme und sehe, es hat wieder sich vieles getan, dann ist das richtig schön. Unterm Dach ihres Hauses hat Katja Schülke vor 5 Jahren ein Puppenstubenmuseum eingerichtet. Die Häuser sind zwar jetzt hier der Großteil noch leer, aber die Einrichtung ist ja dann das, was es dann nochmal ausmacht, ne? Es wird langsam weniger, es wird auch langsam schwieriger. Ab und zu findet man mal noch was auf dem Flohmarkt oder es bringt mir mal jemand was jetzt. Das ist jetzt ein selbstgebautes Haus. Ja, und vor 25 Jahren in etwa habe ich angefangen zu sammeln. Also da war dann zumindest das erste Haus da und dann kamen halt die anderen so peu à peu dazu. Und die anderen, die hier hinten stehen, das sind alles welche aus DDR-Produktion. Ja, und das ist halt das, was mich so fasziniert an diesen DDR-Häusern, ne? Diese schönen Fronten. Ja. Und dass eben auch jedes Haus anders aussieht. Ja. Was es da gab, sage ich jetzt mal, in Westdeutschland für Puppenhäuser, da bin ich raus, das weiß ich gar nicht genau. Also ich weiß, dass es gerade so die mit den roten, flachen Dächern, dass es die teilweise auch bei Neckermann und Quelle gegeben hat. Ja. Im Katalog, ja, also hier sowas, ne? Ja. Aber dann auch erst in den 60er Jahren. Hier unten ist ein kleiner Fleischerei mit Käsetheke, kleine Fischtheke dazu, Lebensmittelladen. Und das hier vorne sind echte Eier. Meine Nachbarin hat Riesenschnecken. Und wenn die Eier legen, dann friert sie mir die ein und dann tausche ich mir die wieder auf. Und dann ja, und das Haus hier, das ist ein selbstgebautes. Also nicht von mir, aber ja, es ist auch wirklich nett. Die Türen, die gehen wirklich alle richtig auf und das ist schon. Das ist auch schön. Ja, das wird das Musikzimmer da oben. Von einem älteren Ehepaar, die ins betreute Wohnheim gegangen sind und dieses Haus aus Platzgründen leider nicht mitnehmen konnten. Und die wollten das in liebevolle Hände abgeben. Und dann wurde mir das sozusagen angeboten und dann bin ich mal schnell 1500 Kilometer gefahren und habe das in Leonberg abgeholt. Ja.
Das ist selbst gebaut, wie gesagt. Da stecken über 600 Arbeitsstunden mindestens drin. Ich glaube, 3 Jahre haben sie gebaut. 93 haben sie angefangen und 96 sind sie fertig geworden. Schon als Kind hat Katja mit Puppenstuben gespielt. Diese kleine Welt faszinierte sie. Als sie durch einen Umzug ihr Lieblingspuppenhaus verlor, war für sie klar, wenn ich groß bin, kaufe ich mir wieder eins. Und damit fing alles an. Ihr Museum ist für sie und ihre Besucher wie eine Zeitkapsel, mit der man zurück in die Kindheit reisen kann. Also das ist schon sehr detailliert und sehr gut gemacht, muss ich sagen. Nee, das ist schon echt, auch mit dem ganzen Parkett, und ist schon gut gemacht auf jeden Fall. Ihr Haus, das sie auch Friedas kleine Scheune nennt, steht in Darze, Altenhof, bei Röbel, in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ursprünglich kommt die 50-Jährige aus Sachsen, hat aber auch lange im Schwabenland gelebt. Ich wollte wieder zurück in den Osten, ganz gerne. Und habe ein passendes Objekt gesucht, weil ich wusste, ich möchte ein Museum aufmachen, einen Laden aufmachen. Und ja, brauchte einfach ein passendes Objekt. Und dann habe ich wollte ganz gerne wieder nach Sachsen, aber ja, da waren jetzt die Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, die eventuell möglich gewesen wären, einfach mal für mich finanziell nicht machbar. Und ja, irgendwann hat es mich dann hier an der Mecklenburgische Seenplatte verschlagen. Ich bereue es überhaupt nicht, es ist wunderschön hier, eine wunderschöne Landschaft, eine wunderbare Tierwelt. Ich bin total begeistert, man kann schön weit gucken, es ist irgendwie, ja, für mich so ein gewisses Gefühl von Freiheit. Für mich war immer klar, ich möchte ein altes Haus, weil ich selbst, ja, ich mag das einfach. Edda, es ist gut. Als Tier- und Altenpflegerin, als Verkäuferin und Floristin hat Katja Schülke schon gearbeitet. 2016 zog sie mit ihrem Freund hierher, lebt jetzt aber allein. Wann immer sie Zeit findet, möbelt sie ihre Puppenstuben auf. Mehr als 150 hat sie schon zusammengetragen. Ich habe die gesehen, das hat mich sofort gereizt. Es juckt in den Fingern, hier die Tapete runterzureißen. Und die Stube dann so zu sehen, wie sie eigentlich mal, gut, natürlich nicht ganz original ausgesehen hat, aber die kriegt einen ganz anderen Charakter, wenn die Tapete runter ist, definitiv. Ich finde diese Stube toll, weil sie eben, sag ich mal, schon ein gewisses Alter hat. Also man sieht hier auch so an diesen Fensterscheiben oder an den Rahmen diese alten Griffe hier dran. Also das kann man ja, das sind ja Nägel, das kann man dann hier rausmachen. Denke ich mal, das sollte nicht das Problem sein, das aufzubiegen. Und dann kriegt man das raus und dann kann man das wieder restaurieren und wieder reinmachen. Daran sieht man eben auch wirklich, dass es was ganz, ganz Altes ist. Diese Bögen und sowas, diese Verzierungen hier dran sind so ein Zeichen dafür, dass es ja so circa 20er Jahre ist. Und man ist ja dann auch irgendwo in einer gewissen Weise neugierig. Was kommt da drunter zum Vorschein? Was für alte Tapete? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so halbe Tapete, ne? So angedeutet wie so Holz. Und ja, das ist einfach interessant, was da so zum Vorschein kommt, so wie das mal ausgesehen haben könnte. Aber ich sehe schon, dass hier teilweise die Tapete gar nicht mehr drunter ist. Aber es ist immer noch besser, gar keine Tapete als das. Guck mal hier. Juhu! Wenn was reinkommt, kommt vermutlich nicht allzu viel rein. Und wenn, dann was Altes. Also vielleicht ein altes Möbelstück, vielleicht mache ich auch einfach nur irgendwie alte Bilder oder irgendwas an der Wand. Ich muss gucken, ich weiß es noch nicht genau, was ich... Ich habe irgendwie, ja, es rattert schon, aber muss ich mich dann inspirieren lassen, wenn das dann soweit ist. Seit Jahren stöbert sie auf Flohmärkten herum. Da sind schon ein paar gute Sachen drin. Sucht im Internet nach Miniaturen. So ein alter Tisch zum Beispiel, das finde ich auch total genial. So, wir haben hier Sofas. Und sie sortiert akribisch. Hier zum Beispiel Truhen, DDR-Stühle, Wohnzimmerschränke. Manche Teile hat sie für 1 Euro kaufen können, andere für 10. Also Kinderbetten, alte Blechmöbel, Schlafzimmer, ebenfalls Schlafzimmer. Aber nur komplette Schlafzimmer, Pflanztische, Mülltonnen, alte Terrassenmöbel, Hollywood-Schaukeln und so weiter und Schlafzimmer. Damit sie all diese Schätze ihren Besuchern auch voll eingerichtet präsentieren kann, baut sie ihr Haus um.
Unter dem Dach will sie das Puppenstubenmuseum erweitern. Na gut, das haben sie mir von vornherein gesagt, dass er vermutlich mit dem Kran kommt. Ja, besser, als wenn sie mir durch die Treppe im Haus alles verrammeln. So, mehr geht aber wirklich nicht. Nur gleich hinter den Balken. Hinter den Pfosten da. Der 300 Kilo schwere Balken bekommt hier aus Sicherheitsgründen die tragende Rolle für den neuen Museumsteil. Ich denke, ich muss dann gucken. Also da kommt noch eine Türe rein und dann sollen da auf jeden Fall Vitrinen dran. An die Wände sollen auf jeden Fall Vitrinen dran. Unter die Schrägen möchte ich ganz gerne Vitrinen stellen, weil ich noch so kleine Bäder habe. Ob das dann alles so wird, aber der Plan ist zumindest mal da. Und dann sollen hier natürlich auch noch mal, muss ich gucken, wie viele Vitrinen ich hier noch reinkriege. Ich hoffe, dass noch zwei reinpassen und dann hier vielleicht noch eine machen. Bist du da schon drauf am Balken? Ich bin schon drauf am Balken. Ja? Ja gut, das ist ja verkantet, das ist ja scheiße. So, Vorsicht. Und wieder gibt's Geschenke. So, da schauen wir mal. Gerne. So, also so ist er, wie sie unsere Tochter auch mal geschenkt bekommen hat von, ja, zu Weihnachten. Also die hat sich, wenn, mehr kaputt gestanden, denn unsere Tochter war nicht so der Puppenstuben-Fan. Ja. Ja. Man sieht, dass man hier die, also, die, das Glas, hier, das, oder Plexiglas, merke ich gerade, ist es, das ist schon mal neu gemacht worden, weil hier ist eigentlich ursprünglich so eine Folie drauf. Ja. Aber das ist nicht schlimm, da kriegt man vielleicht was hin. Und ansonsten, ich sag mal, das ist schön, dass das doch, das ist reingeklebt, aber das hier unten scheinbar nicht, das kriegt man wieder raus. Das war noch unsere erste Auslegeware, die ja gleich damit dran. Da habe ich mich schon lange für angestellt. Ja. Nee, schön. Das sieht gut aus, ja. Wahnsinn, ich nehme es ja. Ja, ein bisschen muss man ja auch so. Ja. Und auch noch alles schön Original-DDR-Möbel drin. Die Blumen, das ist auch ganz typisch 70er. Die Eimerschen. Ja. Und das hier natürlich, ne? Ja. Diese Klappmöbel. Ja, und ich liebe diese Stühle. Ja. Die sind auch toll. Ich will es mal so sagen. Die Leute hätten jetzt diese, so habe ich das zumindest verstanden, die Puppenstube weggeschmissen, weil sie jetzt einfach niemand hätte haben wollen. Und das hat, ich fange gleich an mit wem. Verdammt. Das haben die Sachen nicht verdient. Das ist Spielzeug, das ist altes Spielzeug und sowas darf man in meinen Augen einfach nicht wegschmeißen. Entschuldigung. So, jetzt gibst du mal abwechselnd von hier ein und dann vom Pfosten noch ein, ja? Komm, ne? Jetzt! Das Problem ist... Der Balken ist gebogen, der untere, der alte. Der hat eine leichte Beule. Der hat einen Bogen nach oben. Der hier auf. Der Balken soll auf diesen rauf. So, und der hat einen Bogen nach oben. So, und sobald ich den ja hier runterbiegen will, muss sich der ganze Balken ja auch mit verbiegen. Also der Form von dem alten Balken im Grunde anpassen. Das ist jetzt die Schwierigkeit da drin. Was? Puppenhäuser haben wir abgelenkt. So. Genau. Das sieht doch schon gut aus, Mensch, du. Echt? Wollen wir das so lassen? Nö, noch nicht. Nee. Knapp 4.000 Euro kostet der Ausbau für den neuen Museumsteil. Selbst bei den Handwerkern kommen Erinnerungen hoch. Meine Geschwister habe ich einmal so ein Feuerwehrhäuschen gebaut. Und dann so einmal so ein Stall mit ein paar ausgeschnittenen Tierchen. Ja. Mit so einer Dekopiersäge habe ich dann diese Tiere da ausgeschnitten. Schaf, Kuh und was du nicht alles hast. Ja, das war's, ne? Holzspielzeug. Da habe ich auch mega drüber gefreut. Kundschaft in ihrem Dekoladen Friedas kleine Scheune. Der befindet sich direkt unter dem Puppenstubenmuseum. Guck mal, hier ist so ein blauer Topf. Guck mal, sowas. Upsi. Ja, der ist schon sehr speziell. Der ist 70er, der ist super. Katja schätzt die Qualität der guten alten Dinge. Sie hat einen unglaublichen Fundus angehäuft durch Haushaltsauflösungen, Trödelmarktbesuche und weil ihr immer mal jemand was vorbeibringt. Durch den Verkauf kommt Geld für ihren Lebensunterhalt rein. Außerdem gibt sie daheim noch Bastelkurse und unterrichtet an der Volkshochschule. Das genauso. Wenn die nicht ähnlich sind,
Deckel bist du ja sowieso nicht. Also die sind leicht anders von der Farbe her, aber ja, ansonsten sind sie gleich. Noch was? Das nehme ich auch mit. Nee, sie heißt gar nicht Frieda und ich sage immer Frieda, das, das stimmt. Das sind Frieda, die Frieda sagen. Ja. Mein Ex-Mann, seine vorhergehende Freundin, hieß auch Katja. Und er nannte mich dann Kadi. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht Kadi genannt werden, nenne mich von mir aus Elfriede oder sonst irgendwie, aber nicht Kadi. Und dann hat er gesagt, okay, dann nenne ich dich Frieda. Und dann haben wir gesagt, okay, Friedas kleine Scheune, klingt gut. Hm. Das ist nur Sonderblut. Du bist auch so eine spezielle Kundin, du. Ja, ja, also sie kommt auch mit Einkaufsliste. Und sagt ich sie, oftmals. Eigentlich immer. Das ist die einzige Kundin, die mit Einkaufszettel kommt. Ja, über Wochen gesammelt und dann kann ich sagen, was ich brauche. In Katjas neuem Museumsteil hat sich was getan. Die Vitrinen stehen. Kumpel Hanning hat versprochen, die schwedischen Häuschen zum Leuchten zu bringen. Nee, wir bräuchten im Prinzip nur das dünne Kabel, das hier? Wo ich genau die Stecker ranfummeln soll. Ja, und hier sind, guck mal, hier kannst du dir Stecker abschneiden. Ja, muss ich mal sehen, das hier wie ich das auseinandergefrangelt kriege. Mach mal bloß nicht so viel. Geht die nicht? Nee. Ach so, was hast denn du jetzt? Na, was hast du denn hier für, was hast denn du für einen Stecker? Ja, einen ganz normalen Schokostecker. Ach nee, Dieren. Muss ich noch mal ein anderes holen. Kennengelernt haben sich beide vor 4 Jahren. Durch den Lehrgang, den sie gegeben hat in der Volkshochschule für die Übertragung von altdeutschen Schriften. Und dann haben wir festgestellt, dass wir in gewisser Weise noch einen Draht zueinander hatten und haben dann hier weitergemacht mit bestimmten Übertragungen, die Katja eben als Auftrag hatte. Ja, und dann haben wir mal dies gemacht und das gemacht so, und dann haben wir hier noch mal ein bisschen repariert an alten Puppenmöbeln und so weiter. Und auf diese Art und Weise ist dann diese, ja, weiß ich nicht, Zusammenarbeit irgendwie zustande gekommen. So, nur mal sehen. Hanning arbeitet fürs Stadtarchiv Röbel. Früher war er beim Starkstromanlagenbau. So, Hanning, das müsste jetzt aber gehen, ne? Du kannst ja mal die Lötkolben anfassen, aber heiß es. Viele 1000 Volt waren damals sein Spannungsbereich. Bei Katjas Puppenstuben geht's nur noch um 3,5. Das ist aber Bunning-Friemkram. Ja, dann geh mal her. Na ja. Sag doch was. Wo hast du denn die Schnure? Ach ja. Was hast denn du für einen Zeichenschneider, Hanning? Was? Ja, guck mal, kannst durchgucken. Das ist mehr oder weniger für Starkstrom-Elektrotechnik. Ja, soll ich dir mal was Feines holen von mir? Nee, bitte nicht. Was heißt denn bitte nicht? Ja, bitte, für den feinen Kram bin ich nicht so zuständig. Unbezahlbar, definitiv. Ich bin sogar selbst der Meinung zu sagen, wenn ich solche Leute wie Hanning nicht hätte, dann könnte ich das ja nicht machen. Oder nicht in diesem Ausmaß. Ich meine, ich habe, wie viel habe ich denn eigentlich Hanning? Ja. So, siehst du. Ja, da ist bestimmt ein bisschen doll viel Zinn dran. Guck mal, das hat gleich gut einer, geklappt hier. Einen habe ich. Na gut, dann will ich mir mal den nächsten vornehmen hier nochmal. Richtig gut vorangekommen ist Katja in den vergangenen Tagen mit ihrer Puppenstube aus den 1920er Jahren. Die Tapete ist schon mal runter. Dann habe ich die Fenster noch mal gestrichen, weil das Weiß war einfach zu hart im Gegensatz zu dem Rest. Deswegen habe ich das jetzt mit Ovatrol eingestrichen. Das gibt so einen Patina-Touch. Also ich habe einfach ganz vorsichtig wirklich immer bloß ein bisschen wieder eingeweicht mit Wasser und wirklich bloß mit einer ganz dünnen Spachtel runtergeholt. Also alleine an Tapete runterholen, also 8 Stunden habe ich schon gebraucht. Wirklich ganz in aller Ruhe, um eben auch, ja, ne, dass man dann eben nicht zu viel, dass man eben auch von der alten Tapete eben nichts oder so wenig wie möglich nur runterreißt. Siehst du die? Da ist nicht mehr. Den so entstandenen Vintage-Look nutzt Katja Schülke. Sie hat sämtliche alte Sachen aus ihren Schubladen und Kisten zusammengetragen für ihr erstes Puppenstuben-Antiquitätengeschäft. Ich nehme zuerst den Tisch, dann nehme ich die Stühle und die Kiste. Im Maßstab 1:12. Ich denke, das entwickelt sich dann auch so beim Machen, ne? Also erstmal müssen die Möbel stehen, damit muss ich erstmal zufrieden sein. Dann muss ich gucken, dass das
das, was draufkommt, harmonisch ist. Ich habe jetzt hier eben nur diese silbernen Sachen drin, hier mehr so die Gold- und Messing-Sachen, dass das nicht so gemischt ist, nicht so durcheinander ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch eine Schublade auf, da möchte ich dann noch so ein bisschen alte Spitze oder vielleicht noch ein bisschen wie so eine alte Tischdecke oder sowas noch so rein. Ne? So, ja, sowas fehlt jetzt noch, aber ansonsten so bin ich schon sehr zufrieden. Henning, nehmen wir die hier? Du, mir ist das egal. Wollen wir das nicht auf den Tisch stellen? Wenn du magst, können wir das auf den Tisch stellen. Ja. Henning bewundert Katjas Energie, diesen ganzen Wahnsinn, genau, was sie sich hier alles aufgebaut hat. Dann machst du den mal dran. So, jetzt müsste ja theoretisch die untere Etage bereits. Oh, was hast du denn hier für Strippen dran? Wilde Elektrik ist das. Ja, also wenn du mich fragst, dann ziehen wir es einfach mal raus. Los, ne? Wunderbar, guck mal, hat sich das schon erledigt. Ne, wie auch immer, das werden wir ja dann sehen. Aha. Aha. Na? Irgendwo ist ein Wackel. Das leuchtet jetzt aber überhaupt gar nichts. Hast du ausgemacht? Ich nicht. Nun komm. Vielleicht hat aber auch der Trabo ihn weg. Aber warte, es leuchtet. Also zumindest leuchten die untersten Etagen leuchten. Du musst immer mal sagen, wenn irgendwas nicht mehr geht. Nee, es geht gerade nicht. Menno. Ach doch, warte, es geht. Aber wieder bloß die beiden untersten Etagen. Irgendwas ist hier. Das ist ja richtig drin. Eigentlich sieht es ganz gut aus, ja. Jetzt leuchtet, Henning. Funktioniert. Gut, dann mal bitte aufnehmen, während ich den Daumen hier drauf habe. Also das funktioniert. Irgendwo ist ein Wackel drin, aber ich weiß jetzt nicht wo, aber das kriegt man dann raus. Ja gut, das muss man dann. Also entscheidend ist ja für uns, dass die. Dass es funktioniert. Dass die Technologie ja funktioniert, ja. Ne? Genau. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Reda Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Katja ist früh aufgestanden, hat schon 5 Stunden im Auto hinter sich. Für die Messe 1:12. Das ist für mich meine 2 Wochen Urlaub, die ich sonst nicht habe. Also. Ja, und deswegen sage ich mir auch immer, ich gebe hier mein Geld aus, weil in den Urlaub fahre ich nicht. Und ja, es ist zwar dann ein stressiger Urlaub, weil es ja, 2 Tage echt Stress ist. Dankeschön. Anstrengend einfach, ne? Konzentration. Ich muss mich unheimlich konzentrieren. Wegen Corona fiel die Messe 3-mal aus. Aber diesmal sind wieder mehr als 160 Aussteller dabei, aus 15 Ländern. Katja ist auf alle neugierig, will auf jeden Fall für ihre Puppenstuben ausgefallene Details besorgen. Ah, Moment. Habt ihr ein kleines Schälchen für mich? Darf ich dir das einmal? Danke. Hier stoppt sie immer zuerst, bei den Filztierchen aus den Niederlanden. Kann ich, ich hätte gerne den hier. Ja, danke. Weil ich Angst habe, dass ich nachher nichts mehr kriege. Also ich habe das jetzt die letzten Jahre schon so gemacht, dass ich immer als erstes hierher gegangen bin. Weil, ja, wenn das weg ist, ist es weg, ne? Komm mal im Internet, ne? Ich liebe die Sachen ganz arg von ihr. Sie hat mir das mal erklärt, sie filzt erst den Kopf und macht halt Gesicht und alles. Und dann guckt sie, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird. Und dementsprechend kriegt sie dann Kleidung. So, yes? Gut. Yes? Ja. Ja. Hallo? Yes. Piven? Yes. Yes. Ja, Katja. Oh. Nice to meet you. Actually, I have everything. Except I refund you something already. Warte, 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 ich habe nichts verstanden. Das hier ist ja normal zum Ausstanzen. So wie Plätzchen ausstanzen. Ja, ganz dünn, aber hauchdünn. Und aber was ist das für eine Masse? Katja bastelt selbst viel, probiert gern was aus. Deshalb ist sie immer auf der Suche nach den neuesten Trends. Das sind Silikonformen. Da kann man jetzt diesen Kleber sozusagen reinfüllen und kann sich selber kleine Gefäße machen. Glasgefäße, in Anführungsstrichen Glasgefäße. Ja? Also sowas, ja, wie jetzt hier zum Beispiel so steht. Und dann kann man mit dieser Pigmentfarbe, sage ich jetzt mal, sich Marmelade anrühren und mit dem und kann das dann da reinfüllen. Das ist schon richtig Poppen. Ja. Das war so schlimm. Während am Arbeiten gestern sieht man dann aus wie in der richtigen Küche. Da habe ich gesagt, boah, ich wollte schon mit dem Finger ablecken. Ich hatte gerade Johannisbeermarmelade gemacht. Ist auch schön rot, aber wir haben ihn nicht bekommen. Oh. Was? Guten Tag. Das war schön, ne? Ja, ja. Ach, hier drüben. Ah, da ist jetzt extrem voll. Ich will einmal ganz kurz hier gucken.
bei der Silke Fischner, aber ich glaube, das ist mir zu voll jetzt. Ja. Einen Pflanztisch hat Katja erst neulich selbst bestückt. Auf der Messe holt sie sich auch Anregungen für die Basteltreffs mit ihren Freundinnen. Auf altgemachte Bücher. Die würden doch gut in ihr Antiquitäten-Puppenstubengeschäft passen. Ja, danke. Dankeschön. Thank you very much. Bye. Bye. Ganz kleine Sachen, ganz toll. Guten Tag. Wir kennen uns doch schon wir so lange. Wir kennen uns schon ewig, ja, das stimmt. Eigentlich gute Freundin. Ja. Kommt ja immer. Kauft die Neuheiten. Ich bin immer eine treue Kundin, ja, ne? Ja, ja, schon seit Jahren. Ja, ja. Das macht man. Wie immer. Wie immer. Das Schlimme ist, man kann sich immer nicht entscheiden. Man weiß immer gar nicht, was man alles. Diese Küken hier. Ja. Hallo. Pia, warte mal, ich kann den ja erst mal bei dir lassen. Sagen, so lange hast du mir. Ach, hier. Schädchen stehen da. Schädchen stehen hier. Genau. Diese Arbeiten von Pia mag Katja besonders. Die Mini-Lebensmittel sehen für sie dem Original verflixt ähnlich. Da stimme jedes Detail, findet sie. Ich muss noch so ein Fahrrad mitnehmen. Große Sachen darfst du nicht mehr kaufen, du. Ich habe keinen Platz mehr. Oh je. Hallo. Wo hast denn du deine Marmeladen und das alles? Hier, guck mal. Da sind die Näser. Kaufen, gucken, gucken, kaufen. Katja sucht nichts Spezielles, weiß aber, was sie vielleicht noch so gebrauchen könnte für die eine oder andere Puppenstube, die sie demnächst einrichten möchte. Das Angebot auf der Messe ist gigantisch. Also ich schaffe es definitiv nicht, heute einmal rumzugehen. Also ich möchte wenigstens an jeden Stand einmal gucken. Das ist Pflicht. Und das schaffe ich gerade so in den 2 Tagen. Zu Hause in Darze-Altenhof in der Mecklenburgischen Seenplatte hat sie immer noch mit ihrem erweiterten Puppenstubenmuseum zu tun. Zum Teil ist das schon fertig eingerichtet. Nur ein paar Vitrinen fehlen noch. Im Herbst will sie ein großes Stück weiter sein. Dann soll auch dieses seltene DDR-Puppenhaus von 1968 so richtig zur Wirkung kommen. Das hat sie mal im Internet ersteigert. Was ich natürlich total witzig finde, sind diese Balkons. Das ist eben auch so typisch Erzgebirge hier. Ne? Das findet man immer wieder. Und es ist ein Plattenbau. Ich meine, wer hat schon einen Plattenbau? Wo gibt's ein Plattenbau als Puppenstube. Also ich wüsste nicht, dass es sowas noch mal gibt. Das habe ich über 20 Jahre lang gesucht. Das ist so ein Kultgegenstand für mich. Das war noch so ein Muss. Also ich habe gesagt, dieses Haus hätte ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und dann hatte ich einmal diese Chance und die habe ich dann ergriffen, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht die einzige Chance im Leben, die ich habe, dieses Haus zu bekommen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe über 1.500 Euro eingegeben. Weil ich gedacht habe, klar, ich wusste, das ist krass, aber ich habe gesagt, wenn mir das durch die Lappen geht, dann würde ich mich echt ärgern.